Moin, da ist, hey, wieder der Bart von Osterholz mit dem grauen orangen Handy. Ja, und heute habe ich was mitgebracht, was bei mir seit, na, gut 40 Jahren an der Wand hängt. Oder Wand hing. Mittlerweile darf man es ja nicht mehr, jetzt muss es weggeschlossen werden, naja. Jedenfalls mit dem Ding könnt ihr euch vorstellen, den habe ich mir mit 18 gekauft, um mir selber zu beweisen, dass ich volljährig bin und ich darf das jetzt. Und seither hatte ich viel Zeit damals, mich mit Viehdieben, Bösewichtern, Sheriffs und was es so alles gab, auseinanderzusetzen im Fernseher. Das heißt, ich war irgendwann ganz gut beim Ziehen. Allerdings auch mal fein ohne Patronen. Das wäre ein bisschen laut geworden. Die Patronen, die hier drin sind, das ist alles Deko. Das sind 45er, 45 Long Colt. Dann habe ich noch ein paar Hülsen hier von 45-70, ne, falls man mit einem Rolling Block unterwegs ist. Ja. Naja, und das ist halt, ne, 9 mm Platz. Der hat überhaupt jemals nur einen einzigen richtigen Einsatz gesehen. Und das war, als ich mit Anhang in Pullman City war, genau, in the middle of the Harz. Und da habe ich ihn auch stolz spazieren getragen und da sah auch wirklich gut aus. Das ist so die leicht nach unten geschnittene Version, ne, die so runterhängt. Und natürlich der passende Riemen für den Oberschenkel. Die Schlaufe habe ich mir selber angenäht, die war früher nicht da. Also vor langer Zeit war sie nicht da. Dabei habe ich festgestellt, durch solches Leder hindurch zu nähen, das ist ein Akt. Und ich kann mich auch noch erinnern, da erinnere ich mich gerade an halt dieser Nähe und dieser Stickereien hier. Diese Lasche, die saß irgendwann hier und hat mir gepasst. Irgendwann zig Jahre später passte sie mir nicht mehr und deswegen... Nee, Entschuldigung, das war genau umgekehrt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das war... Die war so viel zu weit, nämlich Schuster enger machen lassen. So war das. Und irgendwann eines schönen Tages hat die engere Variante plötzlich nicht mehr gepasst. Na, weil sonst hätte ja auch hier die Länge, der vorne und hinten wäre das ja merkwürdig geworden. Da habe ich das selber wieder zurückgenäht, weil die Löcher waren ja schon da. Das ist ja schon vorgeahlt gewesen. Ja, sieht man auch, dass ich das war. Aber es hält und er passt mir auch heute noch. Also ich kann ihn heute noch problemlos tragen. Und wie gesagt, da habe ich viel Spaß mit gehabt. Damals, in den guten alten Zeiten. Oh, mit Handschuhen, ganz schlecht. Und vor allen Dingen, mit Handschuhen bleibt man immer am Abzug hängen. So, da werde ich mal ausnahmsweise, werde ich mal das gute Stück mit meinen Fingern verunstalten. Boing. Ja, ich habe irgendwie 20 Jahre nicht mehr geübt oder so, aber es gab so Zeiten, da konnte ich das alles mal. So kann man immer am schnellsten checken, ob er auch wirklich entladen ist. Ja, das ist ein klassischer Single-Action-Revolver. Eine geringfügig verkleinerte Version des Colt Single-Action-Army. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was da vorlesen, das Ganze. Ne? Was haben wir denn da? Da brauche ich ein Vergrößerungsglas. Ich würde mal sagen, das sind irgendwelche Beschusszeichen. Ja, ich bin relativ sicher, das sind Beschusszeichen. Hier haben wir eine PTB-Nummer, die 217. Also alle Schreckschusswaffensammler, die wissen jetzt ganz genau, was das ist, weil die Nummer wird, glaube ich, nur einmal vergeben. Hier steht drauf ME für Kuno Melcher. 900 SA Kaliber 9 mm Knall. Da ist für den Lauf noch ein extra Beschusszeichen. Gut, das war die eine Seite. Die andere Seite ist markierungsfrei, aber ich sehe gerade die Trommel. Ja, hier die Laderast ist so weit abgeschliffen. Na doch, es geht noch. Ja, wo ist sie denn, die PTB-Nummer? Ich habe sie gerade noch mal gesehen. Da ist ME 9 mm Knall, aber ganz klein. Und da ist noch mal die PTB 217. Das war hier auch 217, ne? Ja. Ja, der... war damals, oh, beim Hahn kann man es jetzt sehr schön sehen gerade, ja, der eine Teil, der war immer der Luft ausgesetzt und der andere Teil, der war immer vom Gehäuse so ein bisschen geschützt. Im Moment, wie seht ihr vielleicht, da ist kein Schlagstück, also keine Schlagbolzen eingebaut. Weil, als ich damit in Pullman City war, habe ich vorher angefragt, darf ich den da überhaupt führen, ne? Von wegen Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit und so.
Und die haben gesagt, also hier ist gar nichts öffentlich, das ist bei uns hier privates Besitztum. Wir sagen, du darfst das, aber du darfst nur tragen, was nicht schießen kann. Und daraufhin habe ich den Schlagbolzen ausgebaut. Keine Ahnung, wo er geblieben ist. Ich bin sicher, ich habe ihn aufgehoben, ich habe ihn irgendwo gut weggepackt. Wusste, irgendwann eines Tages will ich ihn bestimmt wieder einbauen. Also er ist noch da. Was kann man jetzt hier dran erkennen? Ich gehe mal wieder hier in die Laderast. Das ist die Ladeklappe. Das heißt, hier werden die Patronen einzeln von hinten reingesteckt. Na, 6-mal an der Zahl. Und wenn man sie abgeschossen hat, im Western, da fallen die leeren Hülsen so wieder raus. In Wirklichkeit klappt das nicht. Schon gar nicht mit Schwarzpulver, sondern da hat man hier den Ausstoßer drunter. Da kommt hier hinten nämlich kommt ein Stäbchen raus und schubst die Hülsen raus. Und selbst das kann gewaltig klemmen, weil Schwarzpulver rußt ganz enorm. Dann haben wir hier ein gefedertes Stäbchen. Da muss ich jetzt ein bisschen dran wackeln. Da braucht man mehr als eine Hand für. Vor allen Dingen, wenn der Rost ein bisschen dicker drauf liegt, kann das etwas schwieriger werden. Aber es rührt sich schon was. Da, jetzt rührt sich noch mehr. Vielleicht sollte ich ja mal irgendwie ein Tröpfchen Öl da reinkippen. Einfach nur so. Ah, Trommelachse raus. Trommel raus. Wer Pale Rider gesehen hat, der weiß, dass Clint Eastwood da immer die ganze Trommel einfach nachlädt. Was damit zusammenhängt, dass er, was er da hatte, das war ein Vorderladerrevolver. Da konnte er mit Hilfe eines Laufkeils konnte er den Lauf komplett vorne abnehmen, die Trommel einfach runterfallen lassen, eine komplette neue Trommel reinstecken, Lauf drauf, Laufkeil rein und war neu geladen. Da hätte man nämlich sonst jede Kammer einzeln mit Pulver und Blei laden müssen. Tja, das war alles etwas schwieriger. Hier drin muss ich sagen, also so viel ernsthaft geschossen worden ist mit dem Ding ja nicht. Demzufolge gibt es eigentlich auch wenig Probleme. Was man sieht, sind Abnutzungsspuren vom Holster. Die sind tatsächlich von mir. Der ist also nicht irgendwie auf Antik gemacht, sondern das sind echte Abnutzungsspuren, weil ich sehr viel damals damit rumgekaspert habe. Dasselbe ist hier, auch Abnutzungsspuren. Hier an allen vorstehenden Kanten, also immer da, wo heutzutage künstlich gealtert wird, hat man hier genau dieselben Alterungsspuren, weil sie nun mal genau daher kommen. Die Trommel auch, alles noch gut. So, rein da. So, und jetzt, wo ich schon mal dabei bin, brauche ich da gleich mal einen schönen fetten Tropfen Öl drauf. Ja, wo ist sie denn? Ich injiziere mir Waffenöl ja immer intravenös, ja, damit es gleich vorhält. Ich mache hier nämlich hier ein Tröpflein auf die Trommelachse. Und zwar super, super vorsichtig, weil zu viel Öl ist auch nicht gut. So, ein paar Mal drehen, damit sich das Öl gleich da drin so ein bisschen verteilt. Trommel rein. Hoffentlich treffen. So, dann klickt auch der Verschluss wieder rein und dann haben wir es hier wieder alles so, wie es sein soll. So. Ja, ich konnte mal ziehen, aber wie gesagt, das ist... Ich bin ein bisschen aus der Übung. Die letzten 40 Jahre bin ich wohl nicht mehr so richtig dazu gekommen. Zur Funktionsweise. Also die sich mit Waffen beschäftigen, die wissen es natürlich. Die wissen zum Beispiel auch, warum hier alles abgenutzt ist. Das kommt natürlich hier vom Finger rein und raus und hier vom Holster, von der Auflage. Manchmal sieht man es, dass in den Lester-Filmen die Leute Double-Action-Revolver benutzen. Die gab es ab 1800, schlag mich tot irgendwann. Aber der gute alte Single-Action-Army, der musste bei jedem Schuss von Hand gespannt werden. Und dann machte man Peng. Und dann musste man wieder von Hand spannen und wieder Peng machen. Das heißt also, dieses Peng, 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 was man immer sieht, das geht damit nicht. Das ging nicht. Das gab es so nicht. Der Schauspieler kriegte das nicht hin. Und deswegen haben sie einfach gesagt, okay, wir nehmen den, wie heißt der, glaube ich, Eaglehead. Also eine etwas spätere Variante vom Revolver, der hatte Double-Action, das ging. Und es gab natürlich auch Double-Action-Modelle irgendwann. Aber der gute alte Klassiker, das Single-Action-Army, der war... Guck mal, hier sieht man auch schon, ne? Wenn ich jetzt hier abziehe, dann rastet die Trommel von selber gar nicht mehr richtig ein. Ne? Doch, jetzt ging's. Also wenn ich schwungvoll spanne, bleibt die Trommel auch da, wo sie hingehört. Wenn ich zu langsam bin, dann geht sie wieder zurück. Das ist auch nicht normal. Also das ist einfach ein Zeichen von Verschleiß. Das heißt, wenn man so ein Western-Duell sieht,
die mussten praktisch nicht einfach nur ziehen und pengen, sondern die mussten ziehen, spannen und dann praktisch loslassen. Ne? Also ich weiß nicht, wie sie es wirklich gemacht haben. Das weiß ja keiner heutzutage mehr. Spannen und pengen hätte viel zu lange gedauert. Das heißt, die haben gezogen und haben einfach so losgelassen. Und dann mit der Hand, dieses Fächern. Ich habe schon gesehen, Fanning. Die Übersetzung von Fanning. Fan ist ja ein Ventilator. Und das wäre dann Fächern. Und dann gibt es Leute, die haben allen Ernstes geschrieben, dieses Fächern habe damit zu tun, dass die Leute sich den Rauch vor der Mündung weggefächert hätten. Das ist völliger Quatsch. Die haben einfach den Abzug festgehalten und haben dann... Der Nachteil war, dass man so eine Trommel ruckzuck leer hatte und das musste man natürlich richtig können und dank, 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 dank. Clint Eastwood in für eine Handvoll Dollar. Da ist ja sein Maulesel Klaus Dieter beleidigt worden. Wie ist er Klaus Dieter? Keine Ahnung. Jedenfalls war er beleidigt und dann musste er leider 5 Leute umlegen. Und dann ist genau diese Technik. Einfach ziehen und dann bam, 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 bam. Das muss man schon können, um erstens was zu treffen und zweitens sich nicht die Hand hier dann kaputt zu machen. Das hier ist ja kein echter, das ist hier ein Gasrevolver. Und demzufolge sind die Kanten natürlich ein bisschen scharfkantiger, als man das bei guten Sachen hatte. Der Colt Peacemaker damals, der echte, kostete, soweit ich mich entsinne, 16 Dollar. Das war damals ein kompletter Monatslohn von Cowboy. Ich habe gerade noch mal nachgelesen, die übliche Duellentfernung von Cowboys. Das war nicht irgendwie so 20 Schritt oder sowas, sondern eher 3 Meter, eher 2 Meter. Und zwar am Pokertisch. Der eine stand auf, der andere stand auf und genau diese Entfernung dieses Pokertisches, das war die Entfernung und dann, wer als erster Peng machte, hat er gewonnen. Nun hat der gemeine Cowboy natürlich nicht trainiert, wie blöd, weil Munition war teuer. Ich meine, heute ist Munition auch noch teuer. Aber damals war das natürlich relativ gesehen noch mehr. Und Cowboys waren ja nun mal Geringverdiener. Das heißt, die rannten auch nicht mit dem neuesten Peacemaker rum, sondern die hatten entweder die alten Vorderlader-Revolver tatsächlich noch. The Legend of Josie Wales, ne, da rennt Clint Eastwood auch noch mit dem Vorderlader rum. Beziehungsweise es gab die sogenannten Conversion Kits, da wurden dann die alten Vorderladerevolver umgebaut. Da kam praktisch eine neue von hinten durchbohrte Trommel rein, die entsprechend also abgedreht ist für Patronenmunition. Und dann wurde hinten also so ein Schlagstift eingesetzt, dass man die Dinger wie ein Patronenrevolver laden musste. Natürlich auch mit Ladeklappe. Ne? Aber die Dinger schossen genauso gut und waren deutlich billiger als ein neuer schöner Peacemaker. Ja. Gut, von der anderen Seite auch nochmal. Mexikanisches Duell schon verloren. So. Kommt zu Papa. Ja, der kommt da rein. Obwohl, gleich kommt er wieder raus. Er muss ja im Waffenschrank verwahrt werden. Und da passt ehrlich gesagt das Holz da nicht so toll mit rein. Ich kann mich sogar dunkel erinnern, dass ich irgendwann die Patronenschlaufen mal enger gemacht hatte, weil ich hatte damals nur 357er Patronen während meiner Schützenzeit, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ach scheiß drauf, es gibt doch Deko-Patronen. Da habe ich mir einfach Deko-Patronen machen lassen. Und die Patronen sind also schon echt nur im mit nichts Entscheidendem drin. Gut, dann war's das. Dann danke ich für eure Engelsgeduld. Wie immer, wie jedes Mal, schmiere ich euch Honig um den Bart, um euch das nächste Mal auch wieder drauf zu haben. Boah. Wünsche euch alles, was ihr mir auch wünscht. Und ja, ich bin halt der Mann. Ihr kennt das, ne? Der seine Kamera ganz alleine ausschalten muss. Ohne Minions, ohne Crew, ohne fremde Hilfe. Und die Nachbearbeitung muss ich jetzt auch noch selber machen. Dass ich alles auf mich nehme. Nur für euch.